ganz eine heikle Situation haben wir hier verwünscht. Grüezi miteinander, darf ich hier mal schnell dazwischen noch nicht stören. Wir sind im Kantonsspital Basel-Land und zwar in Laufen auf der Notfallstation. Zuerst einmal, Jörn, was passiert eigentlich generell, wenn ein Patient frisch reinkommt? Als erstes wird er von der Pflege begutachtet. Der Arzt kommt dazu, wir machen erste Maßnahmen. Also erstmal den Patienten grundsätzlich fragen, wie es ihm geht. Die ersten Symptome behandeln, dann nehmen wir Blut ab, schreiben das EKG. Und dann geht es mit der Intervention weiter. Okay, dann lasse ich dich gerade weitermachen. Fragen wir mal schnell den Arzt. Was sind denn erste Kriterien, wenn man jetzt hier reinkommt, um einen Patienten zu beurteilen? Also die ersten Kriterien sind die vitalen Parameter. Das ist Blutdruck, Puls, Sauerstoffgehalt, wo ihm mit so einer Fingerhutmethode gemessen wird. Dann fragen wir natürlich den Patienten, was er für Beschwerden hat. Meistens sehen wir jetzt bei ihm, im besagten Fall hat er Atemnot, darum hat er eine Sauerstoffmaske und kriegt Sauerstoff. Und es geht darum, in kurzer Zeit herauszufinden, was eigentlich das Hauptproblem ist. Bei ihm wird es ein Problem mit der Lungensituation sein. Das heisst, man wird nach der Befragung ihn ablosen mit einem speziellen Gerät, das ist das Stethoskop, und wird die Lunge untersuchen, natürlich eine Ganzkörperuntersuchung ganz schnell machen und dann laufen Laboranalysen, Röntgenaufnahmen, damit man nachher eine korrekte, rasche Diagnose stellen kann. Das hat jetzt noch ein riesen Prozedere getönt. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen auf die Notfallstation ein. Wenn ich in einem Film sehe, wenn jemand reingefahren wird, dann ist das meistens ein riesiger Gang. Da dunkt es mir, es ist alles extrem nah. Das ist ein Vorteil vom Standort Laufen, dass wir auf der Notfallstation innerhalb von 20 Metern eigentlich alles rasch beieinander haben. Die Notfallstation mit den verschiedenen Untersuchungszonen, Labor, Röntgen, Computertomogramm, Ultraschall. Das sind alles in absoluter Nähe und wir messen auch die Aufenthaltsdauer seit vielen Jahren und dürfen dort auch froh sein, dass wir eigentlich eine schnelle Triage haben. Das heisst, durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei uns, wo alles noch erledigt ist, ist im Schnitt zwischen 90 und 120 Minuten. Das ist eigentlich für eine Notfallstation sehr, sehr schnell und da sind wir auch froh, weil das natürlich auch wichtig ist für den Patienten und für die Angehörigen, dass man die Wartezeiten möglichst kurz halten kann. Jörn, vielleicht noch mal schnell zu dir ein Beispiel. Mit was kommt man? Kommt man mit allem oder gibt es Sachen, wo dir dann sagen, nein, bitte, da muss man nicht auf? Nein, natürlich nicht. Bei uns kommen eigentlich alle Notfälle jeglicher Fachrichtung bei uns rein. Vom 100-Jährigen bis zum Kleinkind. Jetzt haben wir gerade die Erstversorgung im Notfall abgeschlossen und wir gehen natürlich weiter hier im Spital in Laufen. Thomas, sag mal, wir sind jetzt hier gerade in der Schmerzabteilung. Was wird hier alles gemacht in der Schmerzklinik? Also der Patient vorhin vom Notfall, der geht natürlich bei uns akutspital entweder auf die internistische Station oder die chirurgische Station, die sich vor allem speziell mit diesen Sachen auseinandersetzen. Hier in der Schmerzklinik haben wir in der Station vor allem chronische Schmerzpatienten. Wir haben ein ganz spezielles Konzept zusammengebaut mit der Psychiatrie Basel-Land. Jetzt erzähl mir mal, was beinhaltet denn so eine Schmerztherapie genau? Bei uns hier auf der Station sind das 3 Wochen am Stück in einer Gruppe. Das sind nach Stundenplan wird richtig ein ganzes Konzept abgearbeitet mit dem Psychiater zusammen, Schmerzverarbeitungstraining. Morgens schon medizinische Trainingstherapie. Ganz viele Sachen, die zur Entspannung, zur Körperwahrnehmung dienen. Qigong, Tai Chi, Yoga, solche Sachen, Atemtherapie, Entspannungssachen, wo der Patient für sich schauen kann, ist das was für mich, wo sind die Übungen, die ich für mich später daheim auch weitermachen kann. Jetzt sitzen wir hier in einer ganz gemütlichen Situation. Du hast seelische Probleme angesprochen. Ist denn das auch der Weg, wo man den Psychologen, Psychiater muss zuziehen muss? Und ist es genau aus diesem Grund hier so ein bisschen heimeliger, dass man sich auch ein bisschen gehen lassen? Das ist unser Thema. Die Patienten muss man erstmal auffangen und dazu soll es ja auch entsprechend gemütlich sein, dass sie sich auch in einer Gruppe mal gemütlich austauschen können. Und dann, wenn man weiterschaut auf dem anderen Ende vom Flur, da ist dann die medizinische Trainingstherapie, dann geht's los. Dass wir zusammen mit dem Patienten einen Weg finden, wie er besser mit seinen Schmerzen umgehen kann und teilweise vielleicht sogar wieder zurück in die Arbeitswelt kommt.
Thema Schmerzklinik generell, kannst du noch ein bisschen ausholen? Ja, natürlich. Wir haben eigentlich über die Schmerzambulanz hier angefangen. Und die Schmerzambulanz ist bei uns sehr groß. Wir machen dort natürlich alles, was heutzutage so üblich im Angebot ist, wenn ich das so sagen darf. Das fängt an von der manuellen Medizin, Osteopathie, Akupunktur, chinesische Medizin über Interventionen, das heißt Spritzen, Bildwandler gesteuert, MCT gesteuert, dass man ganz gezielt sagen kann, hier ist ein Bandscheibenvorfall, der macht die und die Probleme zum Beispiel, medikamentöse Einstellung, das machen wir hauptsächlich alles ambulant für die Schmerzklinik. Wir sind natürlich konsiliarisch als Schmerzärzte auf den Stationen mit tätig und von daher haben wir ein recht breites Spektrum und dass wir diese Station hier gemacht haben, ist eben die Ergänzung in diesem Spektrum auch noch hin zum chronischen bis hin zur seelischen Veränderung, die wir mit versuchen aufzugreifen. Jetzt haben wir in den dritten Stock aufgewechselt und zwar auf die Reha-Abteilung. Beat, erzähl mal, was für Leute dient ihr denn hier betreuen, dient ihr pflegen? Kommt jeder hier rauf? Was sind das für Patienten, die ihr hier betreut? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Oder? Wir sind auf der Rehabilitation und in der Rehabilitation geht es eigentlich immer ums Gleiche. Wir haben ein Ziel, und zwar möchten wir Menschen, die aufgrund von einer Erkrankung oder einem Unfall, es kann auch eine Operation sein, die irgendeine Funktion verlieren oder die eingeschränkt sind in einer Funktion. Und hier jetzt, haben wir eine spezielle Abteilung, das ist eigentlich gedacht für die älteren Leute. Die älteren Leute, die sind aufgrund von wenig Reserven, sowohl körperlich, psychisch, sind die sehr fragil und reagieren meistens sehr sensibel auf ein Ereignis, auf ein gesundheitliches Ereignis, also sei das eine Operation oder Unfall, Krankheit. Und die brauchen eigentlich noch mehr Zeit, dass sie wieder auf den Stand zurückkommen. Das reicht in der Regel heutzutage nicht mehr, weil der Akutspitalaufenthalt immer kürzer werden und sie hier einfach noch nicht so weit sind, dass sie zurück können. Also das heisst eigentlich, dass man hier in dem Moment, man tut hier nicht Wunden pflegen, sondern man tut seelische Wunden vor allem verbessern? Nein, das kann ich klar mit Nein sagen. Man tut selbstverständlich auch Wunden pflegen. Aber es geht im Wesentlichen eigentlich, der Fokus auf dieser Rehabilitation ist eigentlich in den Alltagskompetenzen und in der Mobilität und allenfalls im Kognitiven, also in den Hirnleistungen. In den Alltagskompetenzen, dort geht es darum, dass sich jemand wieder selber anziehen kann, Körperpflege autonom erledigen kann, in der Mobilität, dass jemand kann, sich bewegen kann, vielleicht auch Treppen überwinden etc. Und in den kognitiven Funktionen, dort ist es halt so, dass eben vor allem die älteren Leute, wenn sie wenig Reserven haben, fast ein bisschen teilweise ab dem Gleis kommen oder aus der Spur fallen, sagt man. Und dort muss man mit geeigneten Massnahmen die wieder zurückführen, dass sie wieder selbstständig sein können. Das ist das oberste Ziel, die Autonomie eines Menschen. Gut, jetzt sind wir fast am obersten Stock angekommen. Die wir noch abschließend vielleicht schnell signieren. Warum würdest du sagen, dass sich der Standort Laufen auf jeden Fall auszahlt? Also auf der einen Seite ist natürlich die Nachfrage sehr gross. Die Bevölkerung, das wissen wir, aufgrund von der Demografie, es wird immer älter und die Nachfrage steigt enorm. Und auf der anderen Seite ist es ganz entscheidend, vor allem im Alter, dass man auch Wohnort noch so ein Angebot hat, dass man nicht muss kilometerweit reisen, das ging ja an sich noch, aber meistens hat man halt die Angehörigen, die auch nicht mehr die Jüngsten sind und die sind dann froh, wenn sie relativ wohnortsnah auch können besuchen können. Das ist auf jeden Fall, aber selbstverständlich ist es nicht nur für Laufen und Umgebung, also es ist die ganze Region, wo man da selbstverständlich herzlich willkommen heißen. Ja.